Können wir eigentlich hier aufpassen. Wann beginnt man eigentlich, sich für seine eigene Vergangenheit Magst du wen lauter? zu interessieren? Dann, wenn man etwas erreicht hat? Oder in dem Moment, in dem man glaubt, sich im Ideensturz befindlich scheitern zu sehen? Eine Freifallübung der Seele, unbeschadet überstehen, nur leicht geprellt, doch bleibend schmerzhaft. Was ist es wohl für ein Gefühl, zufrieden zu sein, im kleinen, unscheinbaren Glück gefangen, einen Moment lang oder ohne Maß? Welche Gedankenlücke steckt hinter der Ambition, der Zukunft die eigenen Gene zu verweigern, nicht aber die geistigen Kinder? Was lebt worin weiter? Ruhelos entwickelt sich eine Suche zu einer Sucht, die alles frisst, vieles zerstört und jede Form von Unschuld raubt. Man verliert die Unschuld nicht mit der Geburt, sondern indem man lebt. Hat Intelligenz etwas mit Glück zu tun? Monatelang arbeiten, dann bemerken, dass vieles unverstanden bleibt. Dem Ursprungsgedanken fehlt es an Worten. Man wird zur Gedankenhure, gibt die Seele preis, prostituiert sich ohne Not. Ein Bedürfnis, Mitteilsamkeit, nicht an einer Idee ersticken müssen. Vom Urgedanken zur komplexen Geschichte entwickelt sich der Weg zum Ziel. Gemeinsam spielen, Minuten aus der Zeit auslösen. Freisezierte Freiheit. Der letzte Vorhang schließt den Blick nach draußen. Existiert ein tieferer Sinn? Berechtigt er zu neuen Fragespielen? Existiert ein tieferer Sinn? Das ist schon diese wenigen Worte. Existieren. Da schreibe ich das Tier schon an, ich mache das ganz einfach, X. Jetzt kann ich das rot lesen, dann ist diese Energie, ist X, was auch als G ist, Chat ist. Wenn wir es blau lesen, ist E, magst du eine Erfahrung, eine Erscheinung, die jetzt raus, X, herausgeht aus dir. Und ob du jetzt an die Erdkugel, an das Universum denkst, das ist jetzt das Chat. Und du musst dich da reinzoomen. Existere heißt heraustreten und auftauchen im Altlateinischen. Sage ich so oft. Das heißt, du bist immer und alles, was existiert, existiert, tritt aus dir heraus, taucht in dir auf. Aber es ist halt einmal so, dass eine Gedankenwelle das, was immer ist, nicht verlassen kann. Es gibt nichts, überhaupt nichts, was du denken, was du dir ausdenken könntest, was ohne dich existieren kann. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Wohlgemerkt, der Geist, der mir jetzt zuhört. Das ist ein absolutes Faktum. Seinem Kind enttäuschter Vater. Leben investiert, Hoffnung korrumpiert. Nur wenig stimmt noch fröhlich. Vom Leben nichts erwarten, eigene Träume scheitern sehen, trotzdem weiterspielen.
weiter den Blick für das Wesentliche verlieren. Nur dann im Ansatz gescheitert, aber doch noch nicht verloren. Im Ansatz gescheitert, aber doch noch nicht verloren. Weiterspielen. Dieses Spiel Gottes. In den Upanishaden ist es das Krishna, Lila Krishna. Lila ist auf Sanskrit das Spiel, Krishna ist Gott. Krishna heißt übrigens auch der Schwarze. Und im Hebräischen heißt Lila Nacht, Laila ausgesprochen. Und die Nacht wiederum im Deutschen ist, die Deutsche ist die Sprache schlechthin, hast du das hebräische Wort Nacht, also Deutsch, auf Deutsch geschrieben, machen wir wieder die deutschen Buchstaben, zum Deuten, zum Verdeutschen brauchst du das Spiel, ist also hier die Nacht, kann man jetzt erst einmal N8 machen, das heißt, wir werden eins, weil nämlich A, C, D, das ist es, 8, ist die weibliche 1, die Herd hatten wir heute schon. Und was jetzt hier interessant ist, das ist einzig, das ist also in einer bestimmten Form auch Schwester, wobei Esther, habe ich oft erzählt, das heißt, wo ich mich verborgen habe, das ist es Shin Waf. Der Logos, der sich doppelt aufspannt, genau im Zentrum habe ich mich verborgen, in der Mitte, das ist die Ebene. Und das ist jetzt hier A, C, D, was jetzt hier heißt, der Schöpfer, rotes A und C, D. C, D selbst ist eine, Chat ist die Kollektion, eine kollektive Erscheinung. Oder das rote Ich und jetzt ich werde in Schrecken versetzt. Das ist übrigens korrektes Hebräisch, weil nämlich das Wort Chedi alleine, das sind ja hebräische Wörter, heißt Furcht und Schrecken. Schrecken wiederum sind logisch berechnete Ecken. Shin R, immer Shin ist logisch. Logisch berechnete Ecken sind die Schrecken und dieses A als Vorsilbe, imperfekt Vorsilbe heißt ich werde. Ich soll, ich kann, imperfekt. Das heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Wann passiert es? In der N8. N8 ist dann ganz interessant, dass ich natürlich jetzt die ersten zwei Buchstaben, die existierende Schöpfung blau gelesen, na, ist das dann mal 8, bitte, bitte wiederum, B in mir ist TT, wobei T 11 gelesen heißt Wachraum, wenn wir das jetzt immer eingeben. Aber interessant ist, es ist auch die Bezeichnung nicht gar gekocht, nun, roh, ungar, ungekocht, also noch nicht richtig gar. NA ist diese existierende Schöpfung, die du dir ausdenkst, diese Tierschöpfung, diese limitiert ausgedachte, raumzeitliche Schöpfung ist noch nicht gar gekocht, ist noch nicht für mich noch nicht 3F genug. Und JD haben wir die Schrecken, weil das logisch berechnete Ecken sind. Du verstreust dich noch, gerade in der Pause habe ich das einigen erklärt. Und das Ganze wird jetzt zu einem Farbenspiel, wenn wir jetzt hier mal schauen, wir schauen uns das einmal kurz an, dass ich mein Stimmchen noch ein wenig schone. Bibel ist nur Bibelvers, können wir dann genau. Aber die Grafik ist gut, rein zufällig, das Video selber. Das sind die Longitudinalwellen, Oberflächenwellen. Die kommen immer von einer Eruption, einem kleinen Impuls, und dann breitet sich das hier aus. Ohrenbarungen des JHWH. Von Mund zu Mund, da steht BLP, wir können uns das anschauen, P heißt Mund. Und dasselbe Wort hast du auch hier, von hier zu hier. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist.
Panin el Panin, Penin el Penin. Von Angesicht zu Angesicht, halt von Inneren zum Inneren. Im Innersten. Mose schreibt sich Mosche. Mosche Shinhe heißt Lamm. Das heißt vom Lamm, das kommt vom Lamm. Auch der aus dem Wasser gezogen wurde. Der das Be'ilet im Kind des unsichtbaren Gottes ist. Du bist dieser unsichtbare Gott. Ich bin nur in dir drin. Aber ich bin dein Spiegelbild. Zumindest wenn du ich bist. Und da bist du nur noch Liebe. Wirkliche Liebe. Das ist Vergebung, Verzeihen. Ich bin nur Liebe, ich kann nichts sein, ich habe nichts anderes gelernt. Immer wissen, das Wort Gesicht im Hebräischen, das sind so Standardsätze, das sind so Einsteigersätze. Schreibt sich jetzt auf Konsonant gelesen, m, Halbvokal I, m. In Wörterbüchern, wenn du das jetzt Panim aussprichst, jetzt in normalen sevadinischer Aussprache ist es Angesicht, das Aussehen. Aussehen ist nach außen sehen und eine Bedeutung. Wenn du das Penim aussprichst, heißt es das Innere, das Innerste. Wenn du das M hinten weg machst, Penny, ist es die Oberfläche auch. Pen alleine ist ein Aspekt. Halt, Entschuldigung. Ein Schlag in das Gesicht. Nicht, dass die Lippe platzt. Nur die Haut färbt sich blau. Rot, blau, violett, grün, gelb. 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 Ein Tag vergeht, die Haut jetzt violett schimmert und schweigt. Rot, blau, violett, grün, gelb. Rot, blau, violett. Das Schweigen lächelt, wird nicht grün noch gelb und weint in. Das macht für einen normalen Menschen überhaupt keinen Sinn. Klingt schön poetisch. Jetzt schon rein mit Grundlagen. Shin, Weh, doppelt aufgespannt. Logik, doppelt aufgespannte Ei, 70-10 gelesen, ist ein Trümmerhaufen deiner geistigen Existenzen. Lach heißt die Lebensfrische. L ist das Joch, das jetzt zur Erscheinung tritt. Es ist das immer wieder ein neues Joch, ein neues L, Oll auch gelesen, auftaucht und jetzt kommen diese Farben. Und jetzt ist natürlich interessant, eine alte Sache. Wir denken uns jetzt einmal unsere Erdkugel aus. Habe ich so oft gesagt, wenn wir in die Farbenlehre reingehen. Wir denken uns unsere Erdkugel aus. Und jetzt ist es ja so, wir haben einen Osten und wir haben einen Westen, so nennen wir das. Man sollte dazu wissen, dass in der Mythologie, in allen Mythologien der Osten immer als gelb dargestellt wird. Gelb, weil dort die Sonne aufgeht. Wie war das nochmal? L, machen wir das Joch. Der Geist wird jetzt L, Oll, also 70, 30 gelesen. Als Zahlen des L machen wir die 70 dafür. Und die 30 ist ein Joch, auch hoch, hinaufheben. Tritt in Erscheinung. Übrigens, wenn wir nur das Wort 70, 30 nehmen, wenn du das zusammenzählst, ist es 100. 100 ist Kof. Kof heißt auf Hebräisch nicht nur der Buchstabe, sondern auch heißt Affe. Das ist die Affinität. Das ist das Joch. Und der Westen ist, wo die Sonne untergeht, wieder im Meer versinkt. Der wird mit Blau, weil das im Meer versinkt, mit Blau dargestellt in der Symbolik. Jetzt ist es also so, wir haben also gelb, den Osten und Westen ist blau. Die Mitte davon, in dem normalen, modernen Weltbild,
ist der Nullmeridian, der geht ja durch Greenwich. Jetzt ist natürlich das Green ist grün, Farbkasten, ich nehme gelb und blau und was kriege ich da? Grün. Aber ich lege noch eins drauf. Greenwich schreibt sich jetzt wie ich, ein doppelt aufgespanntes Ich. Wir können jetzt ein lautloses T reinsetzen, dann kriegen wir das Witch, wird genauso ausgesprochen. Witch ist die Hexe, H-Ex, die Wahrnehmung, die heraustritt. Heißt übrigens Hexe etymologisch eine Zaunreiterin, also die in der Mitte, eine Zaunreiterin, die zwischen zwei Gebieten steht. Das ist natürlich alles nur Zufall. Die Welt, die Sprache, dass sich Sprache ist ja etwas, was sich in Jahrmilliarden, Entschuldigung, in Jahrhunderttausende rein zufällig aus unartikulierten Tierlauten entwickelt hat, das ist Materialismus. Aber jetzt lege ich eins drauf. Wenn wir jetzt das hebräische Wort blau nehmen, sind es ja Zahlen. Und das hebräische Wort blau schreibt sich Kaf-Kol. Kaf-Kol, Kol für sich heißt das Weltliche. Ich zeige euch das nochmal schnell. Ich gehe jetzt extra in Deutsch, dass du das gleich seht, dann ist eh und an. Weil es gibt nämlich zwei verschiedene Wörter für Blau. Aber das klassische, die klassische Farbe Blau. Das ist jetzt ein Waff reingeschoben, das ist das klassische Kaf-Kol. Ist die Augenschminke, die Bläue, die Blauragge, die Schminke der Augen heißt es auch noch um Blau. Jetzt ist, musst du wissen, wenn ich jetzt A, G, N, die Konsonante Radix von Augen, A, G, N. Immer wohlgemerkt, das sind zuerst einmal die Konsonanten, die Vokale lassen wir zuerst einmal weg. Dann ist es hier, das heißt Becken, B-Ecken, unsere Polarecken. Das sind eine zwei, das, ich könnte das in den Körper, wie der Körper aufgebaut, das ist ein, wie ein Programm aus Zahlen, ein arithmetisches Muster, das in dir bildender aufbaut. Unten habe ich Erklärungen, wenn das einen interessiert, muss halt das nachschauen. Wir gehen aber zurück zu unserem Blau. Das ist jetzt das Königsblau. Aber interessant, im Hebräischen, wenn die Vorsilbe ein Kaf ist, heißt es immer wie. Das heißt, wie Kol und Kol alleine ist das Weltliche. In jedem Wörterbuch kannst du das nachschauen. Das ist also hier eine Vormauer Weltliches, Weltliches. Das heißt, wie das Weltliche, das ist blau, das ist, wenn du wieder hier, wenn die Sonne wieder untergeht. Ich sage immer ganz einfach, Eselsbrücke. Du lügst dir das Blaue vom Himmel herunter. Und jetzt bitte, ich bin kein Genderist. Blond, blau und blöd. Kann es noch schlimmer kommen? Jetzt ist es also so, das ist also blau heißt auch wie das Weltliche. Jetzt machen wir grün. Und da muss ich jetzt ganz kurz einmal hier, wenn du das jetzt anschaust, den Farbenkreis. Das ist klassische Physik, sind Bilder aus Wikipedia. Das beginnt alles bei Rot. Und jetzt denkst du dir hier einen Einheitskreis drüber. Klassischer Einheitskreis, der Sinus beginnt bei Rot. Rot, haben wir gesagt, ist Adam. Dieser Adam, okay, der wird jetzt ein Geist, wo sich was aufspannt und bei 12 Uhr, das ist 3 Uhr, das ist diese Trinität. Der Adam, den ich mir ausdenke, der ist Segewinne Körper, das heißt eigentlich Denker, Gedenken und Ausgedachtes, aber jetzt ist im Hintergrund ja der Heilige Geist, der sich diesen Adam ausdenkt, wo ich sage, der ist eins mit mir. Bei 1,2 oben, 1,2 kann ich jetzt ablesen, bei 12 Uhr ab ist der Vater, heißt auch aufblühen, beginnt grün. Greenwich, das ist eigentlich die Mitte. Grün wiederum, das hebräische Wort für grün, Irak heißt ausspucken, auch aufblühen. Denk mal jetzt im Frühling, wenn die Bäume, die heißen übrigens Etz auf Hebräisch, EZ. EZ ist 70, 90, heißt eine augenblickliche Geburt. In dem Moment, wo was aufspringt, das Grün herauskommt, es kommt alles aus der Mitte. Greenwich, mein doppelt aufgespanntes Ich, Greenwich. Merkt ihr das jetzt Deutsch, Hebräisch, Englisch? Ihr ahnt es zuerst. Hier zu glauben, dass da außen zufällig in Jahrhunderttausenden sich was entwickelt hat aus Materie, dass hier das Jahrhunderte, Tausende von Jahren gedauert hat, bis das, die Materie sich so weit entwickelt hat, dass ein Gehirn da war und dann hat erst der Geist begonnen zu denken. Das sind eure Vorbilder bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wenn ihr krank bin, rennt ihr zum Arzt. Ich sage jetzt nicht um Himmels Willen, dass ihr nicht zum Arzt sollt. Du sollst dich in dein Leben nicht einmischen. Ich sage zum Beispiel, solange du eine Krankenversicherung hast, spuckst du Gott ins Gesicht.
Was aber doch nicht heißt, dass du jetzt losmarschierst und deine Lebensversicherung kündigst. Du sollst dich in dein Leben nicht einmischen. Du sollst der werden, denen das bewusst wird. Das ist der Heilungsprozess. Wie willst du glauben, dass dich an deinem Leben erhält? Das, was du zu sein glaubst, kannst du nicht retten. Das zerrinnt dir wie Sand unter den Fingern. Wie war das nochmal? Sand, Rand. Sand heißt übrigens Koll. Dasselbe, das Weltliche, Chat L plus mit einer Waffe dazwischen. Der Sand ist der Rand. Das ist immer dieses Ra, Sa. Und jetzt wird es interessant. Johannes Offenbarung, sage ich ganz definitiv, der Menschensohn steht mit einem Bein im Meer und mit anderen auf dem Land. La heißt diese auseinandergeschmissene Schöpfung, existierende Öffnung, ND, und ND, wenn man nachschauen, heißt auf und ab, eine ständige Bewegung. Das Land ist der Rand und das ist das Weltliche, das ist der Sand. SA, die raumzeitliche Schöpfung. Wird schon mal eins, wenn du das jetzt studierst, 10 Jahre und immer wieder liest, wenn solche Worte für dich hier das schockt, aber wenn du das Prinzip verstanden hast, wirst du merken, dass immer wieder zwei Möglichkeiten gibt. Ich kann ein Wort nehmen, das ist jetzt ein deutsches Wort, und da setze ich hebräische Buchstaben ein. Das ist das P oder F, PH, das R, das Resch, das P, das N. Und dann kannst du das in jedem Wörterbuch nachschauen. Das geht ein bisschen in physikalische Formeln rein. Wir waren noch, Moment, das Gelb, habe ich gesagt, wir haben Gelb und Blau. Wenn du den Zahlenwert nimmst, von Blau und den Zahlenwert von Gelb, Grünwich hat den Wert, also Green hat den Wert 310. Kann man uns ganz kurz anschauen. Also, denn da mal mitrechnen in den Kopf, wenn ihr so gut seid. Wenn einer was zum Schreiben hat. Wir haben Grün, Blau und Gelb. Das Blau hat den Wert 58. Schreibst du mit? Das ist, wo die Sonne untergeht. Das Wort Gelb, da gibt es auch einige Facetten davon. Ich habe das übrigens, Entschuldigung. Müsste 155 ergeben. Stimmt? Jetzt kommt natürlich unser Grünwich, wenn wir Gelb und Blau mischen. Also die zwei Farben, wenn wir mischen, Grün, so ich gleich, das hat 310. Das ist der klassische Wert hier, Grün, Grün sein, Grün werden. Jetzt ist natürlich irgendwie griechisch schon 155. Ich mische Gelb und Blau. Da müsste es ja farbentechnisch grüner geben. Jetzt ist aber Gelb und Blau gibt 155. Pass auf, du hast eine Kugel und du neigst natürlich als normaler Mensch dazu, bloß eine Seite anzuschauen. Das heißt, du hast hier von meiner Seite gesehen, ist, wo bei dir die Sonne aufgeht, geht sie bei mir unter. Und umgekehrt, dazu müssen wir das 155 mal 2 nehmen, weil wir ja nicht nur die Seite haben, sondern auch die andere Seite und es gibt 310. Was du jetzt immer mehr ahnst, ist es wirklich die Matrix, wo viele Schwätzer schwätzen, wo es Bücher gibt, Matrixcode gelöst. Reiner materialistischer, naturwissenschaftlicher Schwachsinn. Das, was ich dir zeige, geht arithmetisch in eine Tiefe. Du kannst es 200 Stellen nach Komma rechnen, wenn du willst, wenn wir da reingehen. Das ist absolute göttliche Arithmetik. Ist ein vollkommen neues Weltbild. Solange du glaubst, die Welt ist eine Scheibe, denkst du dir Scheibe aus. Wenn du glaubst, die Welt ist eine Kugel, denkst du dir Kugel aus. Damit hast du die Scheibenwelt nicht vernichtet. Das ist der Weltuntergang für die Scheibenwelt. Wobei, was machst du eigentlich dabei kaputt? Eine Lüge, die du dir selber eingeredet hast. Jetzt glaubst du, die Welt ist eine Kugel. Und in dem Moment, wo du Holofeeling verstehst, hast du den Weltuntergang. Es ist ein Traum. Traum ist ein T-Raum.
dein Welttraum, WL, doppelt aufgespanntes Joch, ist ein Traum. Ich kann natürlich auch Weltraum lesen. Es ist dasselbe Wort. Ich schaue mir bloß ein bisschen an den Blickwinkel an. Und jetzt kriegst du immer mehr mit, wieso das Deutsch, in allen Sprachen der Welt Gott heißt. Deuten, ich verdeutliche dir das. Jetzt kann ich natürlich wieder sagen, wir machen mal zwei Buchstaben. NS. Wir haben, wenn wir das rot machen, das rote N hat man zigfach, wie gesagt, die Tabelle, die solltest du schlafwandlerisch, das sollte ungefähr so sein, wenn du Worte anschaust. Ich meine jetzt nicht, dass du das lernen musst. Wenn das viele, die das seit Jahren machen, ist es wie Kuppeln schalten und Blinker setzen und Rückspiegel schauen beim Autofahren. Die Frage, ob du das überhaupt magst, wenn du jetzt mal wegen sagst, der Heiko fährt heim, kriegst du mit, wie oft du angeblich kuppelst, schaltest und Zeug und war, wenn du keine Automatik nicht hast? Magst du das, wenn du es nicht denkst? Ist es nicht. Die Schwierigkeit ist zu glauben, wenn du jetzt losfährst und du bist irgendwann, was weiß ich, Kassel oben, wenn ich dich frage, war die ganze Zeit ein Lenkrad oder Dacho vor dir? Das ist wie beim Lesen des Buches. Wenn ich einen spannenden Roman lese, ich fange bei der Seite 1 an und irgendwann ist es sofort nach ein paar Worten, ist das Buch weg, ich bin weg und jetzt bin ich nur noch wirklich ein Kino, in dem ein Film läuft. Und irgendwas reißt mich raus, ich schreck hoch und plötzlich sitze ich da und habe das Buch in der Hand und bin auf Seite 100. Wenn ich dich jetzt frage, hast du 50 Mal umgeblättert, sagst du ja. Hast du es gesehen? Weißt du, dass du an Meinheit schwörst, wenn du das schwörst? Weil du schon wieder das, was du logisch konstruierst an Vergangenheit, meinst du, das ist die Ursache, dass du jetzt auf der Seite 100 bist? Das N ist rot gelesen, das bewusste geistige Sein und das S ist das absolute Bewusstsein. Blau gelesen ist das N, eine ausgedachte Existenz, etwas Existierendes und die 60 ist zwangsläufig die ausgedachte Raumzeit, irgendwas raumzeitlich Wahrgenommenes. Weil alles, was du vor dich hinstellst, spannst du im selben Moment raumzeitlich auf in deine zwei Quadratflächen. Das ist jetzt ganz grob, wenn man das Detail studiert, wird das viel interessanter. Also was fällt dir spontan bei dem Wort NS ein? Natio heißt Geburt und Sozio heißt Brüderlichkeit, die Geburt der Brüderlichkeit. Das ist natürlich nur eine Perspektive. Ich habe da immer so, ich weiß jetzt mal, wir sind ja erwachsen. Wir gehen jetzt mal in diesen Rotlichtbereich. Ich stelle mich jetzt zur Schau. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich bin ein Schwein, hier ist mein Schlitz, komm, steck was rein. Ich denke doch an NS, an Natursekt. Puh. Manche mögen es nicht. Es ist Abkürzungen, kannst du überall nachschauen. Wenn du vollkommen wertfrei schaust, ist es vollkommen gleichgültig. Ich kann nicht oft genug sagen, egal was in dir in Erscheinung tritt als Vorstellung. Du suchst dir das nicht raus. Und es ist so, dass Emotionen, Gefühle entstehen durch das Wertesystem des Beobachters. Und du sollst es beobachten. Ich habe so oft erwähnt, jeder von euch hat eine ganz persönliche, intime Sexualität. Ob das ein Pädophiler ist, ob das ein Schwuler ist, egal was es ist, das sucht sich keiner raus, genauso wenig wie seine Augenfarbe. Das zu verwerfen und meinen, das ist unnatürlich, das wird bekämpft, das ist krank. Genügend Beispiele gebracht dazu. Jetzt schauen wir mal, was das im Hebräischen heißt, dass wir wieder das ein bisschen umformen. NS, wir haben natürlich jetzt hier verschiedene S. Da muss ich mal wieder sagen, die 7 kann ein S sein, die 60 kann ein S sein und die 300 kann ein S sein. Ich bleibe jetzt, die 400 kann auch noch ein S sein in askenasischer Aussprache, weil es ein doppelter Buchstabe ist. Esaf. Wir bleiben jetzt nur mal, dass du hier mal bleibst bei dem ersten. Das ist jetzt ein Entfliehen, ein Feldzeichen, eine Flagge, eine hohe Stange, ein Banier, eine Signalstange, Standarte, Warnzeichen, Wimpel, Wunder, Zeichen zur Warnung. Fliehen, flüchtig, zurückweichen. Du merkst schon, flüchtig, zurückweichen ist immer ein Widerspruch in sich selber. Jetzt habe ich nur ganz wenige Sachen. NS ist das da mal blau gelesen. Macht hier das Programm, sag ich jedes Mal, musst du halt mitdenken, die existierende Raumzeit. Entschuldigung, habe ich drauf geklickt. Flagge, jetzt ist wichtig, jetzt mache ich das so. Flaw heißt das Wunder. Gag hat man schon, heißt Dach, ausgedacht. Oder als 3333 gelesen, heißt es Welle, das Wunder der Welle, die zu einem Augenblick wird.
Bella ist Wunder, ich habe es hier noch dazu geschrieben. Das heißt NS, Nassim ist Wunder, das Wort heißt auch Wunder, wobei NS in den Wörterbüchern Wunder heißt, aber Fla heißt auch Wunder, das Wunder von Gag, von das Wunder, dass du dir was ausdenken kannst. Und es ist natürlich hier diese Umformungen, wo ich immer, in der Schattenfrau zum Beispiel, ist das Wort Fleisch. Wenn wir das Wort Fleisch hinschreiben, bloß um ein Beispiel zu machen, da machen wir jetzt einmal von links nach rechts gelesen, P ist Fee, Le, Elef. Okay, das hat man gerade schon, das Bella. Ist das ungewöhnliche Wunder, das Rätselhafte, das Wunderbarsein und Isch, Fleisch, ist das Gestaltwerdung. Das Bestehende, das Dasein, die Existenz, das Vorhandensein, es existiert, es gibt, es ist vorhanden. Wenn wir das rückwärts verlesen, von rechts nach links, dasselbe Wort Fleisch, heißt es Ishin, Ish, Entschuldigung, Shi, ist das Geschenk, die Gabe, das Geschenk und das Fleh wird jetzt ELP, ist Aleph, das ist die Eins. Das heißt, Fleisch hast zum einen das Geschenk des einen und das ist das Wunder deiner Gestaltwerdung. Weil du, einer Geist, kannst dich in unendlich vielen Formen ausmalen. Das ist deutsch-hebräisch, deuten und die Grundsprache, das nenne ich deutsch-ivri. Du brauchst das beide, was übrigens dann über alle anderen Sprachen noch hinausgeht. Wir hätten jetzt Griechisch, vor allem wenn wir dann in Sanskrit kommen, wird es noch wesentlich komplexer. Was die Sprachen anbelangt, du wirst von mir alles brauchen. Alles, was überhaupt auszudenken ist, sind Facetten, wichtige Facetten von der Einheit. Ja? Die Geistesfunken, symbolisieren die jetzt sozusagen das Wunder der Gestalt? Nein. Nein, der Geistesfunken ist keine Gestalt. Der Geistesfunken ist eigentlich schon ein Ding, was es in der Form gar nicht gibt. Ich erkläre das dann mit den Grundwellen, vielleicht morgen. Vergess es nicht und sag mir das nochmal. Ich habe das nämlich in den Pausen, kommen so viele Leute zu mir und dann erkläre ich was. Und dann darf ich es nochmal erklären. Ich habe es eh schon tausende Mal erklärt. Wenn du mal wirklich die ganzen Selbstgespräche und alles hört, in vielen Variationen, müsst ihr nicht. Ich kann nur dies komischerweise machen, denn ihr Geist explodiert förmlich. Die kriegen eine Ruhe ohne Ende. Und du wirst jeden Einzelnen, der das wirklich seit 20 Jahren studiert, der sagt, der hat das vor 20 Jahren schon erzählt. Und du meinst intellektuell jetzt nichts, du. Und es wird dann 10, 15 Jahre später zu so einer Gewissheit, dass du bloß nur den Kopf schüttelst und sagst, wie unendlich blöd war ich eigentlich. Das ist diese Weisheit der Reife, wo du auch nicht versuchst. Ich versuche das an Gedanken von mir nicht zu erklären. Hast du das Bedürfnis, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst? Ja, was meint ihr, was jetzt die Menschen, die du dir ausdenkst, sind? Du Geist denkst dir jetzt diese Menschen aus um dich herum. Denn ich kann euch überhaupt nichts erklären. Ich kann es nur dem erklären, der sich die ausdenkt, dass er der ist, der sich die ausdenkt. Und darum interessiert mich eure Menschheit nicht, wenn eine Meinung, die Qualität einer Lehre zeigt sich, wie viel Klick im Internet sind. Das war nie mein Bestreben. Mich interessiert eine ausgedachte Welt, deine Traumwelt überhaupt nicht. Mich interessiert bloß der Geist der Träume. Den suche ich heim. Also du bist jetzt ein Auserwählter. Ob dir das gar, ich bin doch niemand, mich kennt doch keiner. Das ist das Geheimnis davon. Die Kleinsten werden die Größten sein. Die Großen, die du dir ausdenkst, die meinst, wenn die das wissen, das muss doch die Welt wissen. Das muss doch mein Traum wissen, dass ich sie träume. Wenn du Gläubige wirklich einen Glauben in dir gefunden hast, den Respekt vor dir selbst, vor deinem höheren Selbst, passiert das von ganz alleine. Jetzt mache ich nochmal, ich habe in einem der letzten Selbstgespräche, was nämlich wen angesprochen, der kleinste, der kürzeste Satz, es gibt einen Satz mit 3 Buchstaben. Natürlich nicht im Deutschen. Kennst du einen Satz mit 3 Buchstaben? I am. Der Gott ist der Schöpfer, die Gestaltwerdung. I am. Die deutsche Übersetzung dazu ist Ich bin. I-Chat ist J-C-H und B, haben wir schon ein paar Mal gehabt, heißt In mir ist Existenz. Interessant ist, das Hebräische wird von rechts nach links gelesen, wie wir es gerade mit dem Fleisch gemacht haben, und dann ist das Bin, ist ja praktisch N, I, B, gibt es das im Hebräischen? Schauen wir mal, Nib. Schaut mal, was das heißt. Ausdruck, Ausdrucksweise, Dialekt, das Eidom, der Jargon, die Mundart, die Spracheigentümlichkeiten. Das heißt, was ich ausdrücke, ausspreche, meine Sprachfähigkeit, und das Ich ist ja dann Qi, das soll ich Qi, rückwärts gelesen, das Ich,
ist das Lebendige, das Geschlecht, die Lebewesen. Das ist Ich Bin. Ich Bin ist Nipchi. Und nochmal wie mit dem Gewicht. Ich mache das mit allen Sprachen, Deutsch, Hebräisch, auch dann mit anderen, in anderen Sprachwörtern, Chinesisch, Sanskrit, ich werde euch das zeigen, bring mir ein Wort, was nicht funktioniert. Ich werde dir zeigen, dass es doch funktioniert, du hast bloß noch nicht die geistige Beweglichkeit, das zu machen. Wobei ich also jetzt bei aller Bescheidenheit sagen muss, ich greife da auf sehr, sehr viele Lebenserfahrung zurück. Wie sind wir denn in der Zeit, Leute? 5:05. Wie lange wollt ihr dann machen? Sonst mache ich nur, wenn was mein Stimmchen, wenn schonen, weil wir gerade den Dialekt gehabt haben. Das Dia ist ja im Griechischen, ist das Dia ja das Auseinandergeschmissene, wo man hindurchgehen muss. Interessant wieder, unser Video, Video, VI ist aufgespannter Intellekt, Deo ist Gott, Deos, Videos. Jetzt haben wir einen Bi mehr, ich mache mal, wenn wir es hinschreiben, in mir ist das mehr. Das Wort mehr, tun wir mal, kann man natürlich sehr unterschiedlich umsetzen, weil mir ja viele Perspektiven haben. Ich mache mal sowas ins Auge, sprich, wir machen mal M und das E als machen wir als He. M, He, ist M, He heißt was, me, was, etwas, et heißt übrigens Zeit, 70-400. Und me, er, das mehr, machen wir 70-200, da haben wir schon gesagt, das hast erweckt, erwacht. Dann heißt ja das mehr, hebraisiert, was wird da erweckt, was erwacht eigentlich? Ja, der, der immer ist, indem er Gedankenwellen aufschmeißt. Jetzt erahnst du langsam, wenn ich sage, die Wörter, im Anfang war das W-Ort, die haben in sich mit diesem System ihre Bedienungsanleitung. Interessant ist, wenn wir physikalische Formeln anschauen, habe ich übrigens alles schon zigfach gezeigt, aber es ist doch immer irgendwie total interessant, machen wir mal richtig physikalische Formeln, machen wir mal die Wellengleichung. Würde ich jetzt normalerweise total schocken, Homo, der Homo, ich gleiche. Geleiche ist ein Geist und seine Leiche. Ein Leiche ist ein auseinandergeschmissenes Ich. Ja, glaube ich, kommt langsam mit, ne? Was das Prinzip ist. Das ist homogene Wellengleichung, ist eine lineare, partielle Differentialgleichung. Da müssen wir morgen fast drauf eingehen. Keine Angst haben, es ist sehr spaßig, wenn ich euch das zeige, zweite Ordnung. Jetzt siehst du diese Formel und jetzt schau dir das einmal an. 1, das undenkbare 1 durch c Quadrat, das ist das Licht. Da denkst du dir einfach, Quadrat jetzt, immer die Ziffern, du denkst bei Ziffern immer an quantitative Größenordnungen. Ziffern sind Buchstaben und das sind auch Symbole. Und wenn ich jetzt ein C habe, das C ist die 3 im Lateinischen, was übrigens interessant auch als K gesprochen, das Zentrum ist im Griechischen Kendron. Aber es gibt dann viele, wenn ich zum Beispiel jetzt auch Christ und du bist der Kind und du weißt nicht, wie wir das schreiben, kannst du das vorne mit einem K schreiben, mit einem C, mit einem CH und mit einem Kopf, mit einem Q. Das wird immer Christ. Das ist ja dann Christ, das ist interessant, QRSD. QRSD. Ist ein Arzt unter euch? Ja, unser Barbara, ist die noch da? EKG. Was ist der QRS-Komplex? Die Herzkammer, die Erregung der Herzkammer. Das ist die Kammeranfangsschwankungen der Herzklappen und was folgt ihnen? Die T-Zacke. Steht in jedem Schrempel, in jedem Rush drin. Das ist ja, wenn ich jetzt Ärzte habe, die wenn dann irgendwann merken, die sagen, der muss halt so hier Medizin studiert haben bis zum Gehtnicht, da bringst du mal einen Chemiker. Ich sage nochmal, ich greife auf ein Wissen zurück, das sich eurer Vorstellkraft extrem entzieht. Das ist ein QRST, das sind die letzten Buchstaben im hebräischen Alphabet. Die Anfangskammerschwierigkeiten, gefolgt von der T-Zacke, das ist unser erster Impuls. Wenn wir Medizin nur die griechischen Wörter machen, du staunst nur, wenn du das Prinzip verstanden hast. Schauen wir uns das einmal schnell an. Keine Angst. Jetzt haben wir hier dieses komische Zeichen hier, dieses gespiegelte 6. Das nennt sich DEL, wird es normal ausgesprochen. DL heißt die Öffnung von L. Okay, da haben wir eine Öffnung mit 2, die aufgespannt werden durch diese T, aber was mir wichtig ist, schaut mal, was da rauskommt. Das ist die Wellengleichung. Das Ganze, der geöffnete All, ist ein Quadrat
Und es wird jetzt hier minus dem Dreieck, und jetzt ist natürlich interessant, dieses Dreieck als griechischer Buchstabe, del, da gelesen, d ist, das Delta ist das d, das ist in der Gematrie die 4, und wenn ich in die Hologrammatik gehe, dann mache ich oft dieses Delta, das Dreieckzeichen, das aber hier als geometrischer Wert 4 ist, und d, Dreieck, heißt 4 Spiegeleck. Jetzt kriegst du den Tetraederspiegel. Ich habe in einer extrem perfekten Form Mythologie und alles, erinnert euch hier an unser Fämen von, muss ich nicht, schau den letzten Fiegenstall-Vortrag an, wenn der nicht da war, hineingewoben. Es ist Mythologie in der Welt, alle Mythologien, alle Religionen, inklusive der Bibel, die Upanishaden, die griechischen Schriften in Zahlen werden, wann synchronisiert mit den ganzen Physikbüchern und den Chemiebüchern. Okay? Das ist das D-Dreieck, schau her, quadratisch aufgespanntes U ist 0. Weil das eigentlich zwei Dreiecke sind. Aber das würde zu weit führen, da können wir runtergehen, ist immer wieder 0. Und jetzt machen wir einen Sprung, wenn du ein bisschen eine Allgemeinbildung hast. Schrödingers Katze. Da ist der Extremzustand, ich sage immer bei meinem Dreieck und beim Kreis, das sind zwei extreme Perspektiven von einem Kegel. KGL heißt wie eine Welle. Das D-Dreieck und der K-Reihe-S. Muss schon. D-Dreieck und K-Reihe-S. Das wird jetzt richtig, ohne jetzt das ins Detail, sag mal, irgendwie hängt das zusammen. Und da gibt es natürlich viele Zwischenstufen als Schattenwürfe. Das sind die zwei Extreme und das ist in dieser klassischen Schrödingers Wellengleichung, sagen wir, die Katze ist entweder tot oder lebendig. Solange du nicht reinschaust, sind beide rein arithmetisch, beide Zustände gleichzeitig da und lösen sich praktisch intensiv auf. Und in dem Moment, wo du dann die Kiste aufmachst, der Beobachterphänomen, siehst du entweder lebendige oder tote Katze. Weil du eben die zwei zwar aufspannen kannst, du kannst aber bloß eins anschauen. Und das andere, das denkst du im selben Moment, kommt dann zeitlich von dir in den Hintergrund gedacht. Das ist natürlich eine primitive Form. Jetzt machen wir das aber in Klasse. Ich sage jetzt, wir machen jetzt diese Kiste, ist deine Küche. Solange du nur das Wort Küche hast, ist es nur ein Chatbegriff, das ist die Kiste. Übrigens, ganz zufällig, Katze, hebräisch, wenn wir das deutsche Wort Katze, KDZ, KDZ ist Katze, machen wir Kopf ZH, Katze gelesen, das heißt Endpunkt. Also in dem Moment, wo du nur die Kiste denkst, ist nichts, und wenn du jetzt ein Bielet haben willst, das heißt in dir etwas erwecken willst, Bilder haben willst, musst du dir, denke mal an deine Küche und jetzt denk an irgendwas, mache ein Bild. Und jetzt wirst du feststellen, denkst du an Kühlschrank, an Herd, an Wasserhahn. Und in dem Moment, wo du in diese Kiste hineinschaust, bricht die Wellengleichung zusammen und du hast bloß diese Facette, wo du anschaust. Hier und jetzt in deinem Kopf. Könnt ihr das nachvollziehen? Das jetzt merkt ihr, ihr werdet von mir nie hören, dass was nicht stimmt, aber so wie ein Physiker dir das erklärt, ist auch richtig. Aber es hat mit der Gesamten, mit dem Überbau nichts zu tun. Und jetzt fällt mir, ich habe in der Brause gerade gesagt, dann kann ich mein Stimmchen erwähnt schonen, dann gibt es eventuell ein bisschen was wieder zum Schmunzeln, zum Lachen. Und so habe ich gesagt, hier meine Diana, da wo der Name fällt. Und auch hier, ganz bewusst, das ist jetzt nur ein Gedanke, die gibt es nicht, wenn du das nicht denkst. Peter Licht habe ich schon mal meinem Peter Fetting geschickt, kannst du dich erinnern? Die war in Wien vor Holofeeling. Bevor sie irgendwas von Holofeeling gehört hat, war die in Wien sehr in diese Weltverbesserungsjunge, Öko, Essen, was es halt so gibt. Und hat die Vorträge gehalten. Und das sind jetzt Ausschnitte hier, siehst du hier, Bewusstseins-Events, Schlüssel des Lebens. Und da hat sie mit ihrem Key of Life, hat sie damals schon gehabt, kein Holofeeling, gar nichts, hat sie Vorträge gehalten. Interessant ist, das ist die einzige, wenn du hörst, da kann man fast jeden Satz, die macht, ist ein Holofeeling-Vortrag, obwohl die das überhaupt nicht gelesen hat, intuitiv. Aber halt eingebettet in diese ganzen ESO-Kacke drumherum. Und da habe ich zwei kleine Ausschnitte, also in den Ausschnitten, ich ziehe bloß die Diana raus. Der totale Power, die Frau von Manredo. Und schaut mal, was dann drumherum kommt. Und dann hat sie Holofeeling gekriegt, das hat sie natürlich, wenn du da schon den innerlich irgendwie vom Gefühl her merkst, das ist es, sagt jeder. Entweder lehnst du es total ab oder du sagst, das ist es.
Ihre ganzen Bekannten und Freunde innerhalb von kürzester Zeit sind komplett, haben sich in Luft aufgelöst. Sie hat keinen Kontakt mehr. Sie sagt hier, Leute, und du merkst, die wollen das nicht. Die sind so unendlich gescheit. Und dann zieh dich zurück. Du musst kein missionieren. Das ist immer ein Geschenk. Mein einfaches Beispiel dazu, wenn du in dir was entdeckt hast oder wenn du was erfahren hast, was unendlich dir Freude macht, wirst du nimmer müde davon zu erzählen, weil du die Freude mitteilen, mit den anderen teilhaben lassen willst. Sag mal, du hast einen wunderschönen Urlaub und die sind interessiert, dann wirst du nicht mehr müde davon zu erzählen, aber du hast überhaupt kein Bedürfnis, es dann aufzuzwingen. Wenn es einen nicht interessiert, dann ist doch okay. Jetzt wartet mal schnell. Also ich reduziere es dann auf die zwei Ausschnitte mit der Diana. Trockennasenaffen. Korrigiere. Da schaut, habt ihr einen Zehenkegel? Der dreht der Spiegel. Mein Name ist Gerd Pellegrini, ich komme aus Bad Vöslau. Mein Name ist Patrick Golz. Mein Name ist Bridget Latke. Und ja, ich heiße Günther Schermann. Ja, ich bin Hans-Hubert Kuppers. Ja, und ich bin Diana Madaras. Ich bin Unternehmerin und Begründerin von Key of Life. Und ich bin vor allem etwas ganz Besonderes. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Welt in ein konstruktives, liebevolles Miteinander verändern können. Das erste hermetische Prinzip sagt, das All ist Geist, das Universum ist geistig. Im Anfang war das Wort, ist nur halb wahr. Im Anfang war der Geist, ist nur halb wahr. Im Anfang und jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit ist Bewusstsein. Das ist ein riesengroßer Fehler. Bewusstsein kann nicht sein, weil das schon wieder was Ausgedachtes ist. Es gibt auch keine Menschen, der Bewusstsein haben kann. Bewusstsein kann man nur sein. Bewusst kannst du nur sein. Aber sobald du bewusst wirst, dass dir bewusst ist, was Bewusstsein, das heißt, was du selbst bist, entsteht im selben Moment Unbewusstsein. Und dein ausgedachtes Bewusstsein und das dazugehörige Unbewusstsein ist deine Gedankenwelt. Und das eigentliche Bewusstsein wäre jetzt der Geist, der sich, These an die These, das Immerseiende und das ständig sich Verändernde, das Eine und das Viele, das sind die zwei Polaritäten, wobei das eine an und drum schreibe ich das immer rot. Und jetzt ist eigentlich interessant, dass wenn ich das rot schreibe, sage ich das weiß darauf hin, dass das eigentlich etwas ein Symbol ist für etwas, was du überhaupt nicht bildlich darstellen kannst. Und dazu gehört das Weltliche, Kafkoi, das Blaue, das was jetzt hier, die Pille mit der Matrix. Willst du die rote oder die blaue? Ich sage, das eine gibt es nicht ohne das andere. Die können untrennbar zusammen wie Wellenberg und Wellendal. Darum ist eigentlich das ausgedachte Rote, genau genommen, was blau ist. Kannst du folgen? Das Rot symbolisiert, wir sagen jetzt zum Beispiel, wir denken an Geist und den schreibe ich rot. Das heißt, dieser Geist, was das rot geschriebene Geist bedeutet, ist diese Energie, die du nicht denken kannst. Wenn ich den Geist blau schreibe, ist es der Intellekt. Der rote Geist ist zwar rot dastehend, aber dort, der für was steht, das rote Wort Geist, sehe ich ja. Darum ist es eigentlich blau, weil blau ist alles, was ich sehen kann. Jetzt, wenn ich das zwei zusammenzähle, komme ich zu violett. Das ist die Christusfarbe. Dein Farbenspiel, ist es interessant, wenn wir hier gehen, es beginnt mit rot, mit dem Adam. Denk an Ausgedachtes, über Geld, jetzt sind wir bei 1, 2. Jetzt kommen wir nach grün. Grün heißt ausspucken, das heißt plus plus ist vollkommen dieser Quadrant, ist nicht denkbar. Okay? Zwischen 3 Uhr und 12 Uhr, plus, plus. Plus gehen wir jetzt in den Minusbereich, das heißt, mit 1 war 2, kommt die erste Trennung und jetzt wird es interessant, jetzt kommen wir türkis, jetzt kommen wir in das Blau, Blau, das Weltliche steht genau dem Licht gegenüber, dem Gelb und unten, das ist die sogenannte Purpurlinie. Das wird hier bis ins Detail, Rot, Adam, Mensch,
Jetzt habe ich hier den roten Menschen hinten in das Gelb reingesetzt. Adam bedeutet, ich werde still und schweigsam. Über das, was man nicht reden kann, muss man schweigen. Shin, Weh, Eigen, meine logischen Verbindungen sind was Eigenes. Das Rote im Gelben symbolisiert im Geist eines Gottessohns. Dam, das geöffnete, DM, das geöffnete Meer, bedeutet Blut. Belut heißt komplett in einer Hülle stecken. Ein Adam, und jetzt kommt es hier, Enosh, der Mensch, ist blau. Das heißt, ein Menschgeist und dessen menschlicher Traum. T-Raum. Cholem. Cholem heißt Traum. Interessant, Chol ist das Weltliche und das M am Ende im Hebräischen ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Und zwar heißt es ihr in Bezug auf Männer Mehrzahl. Mehr ist El Hayom, ZA ist die Geburt einer Schöpfung. Hebräisiert heißt es Herausgehen von wahrnehmbarem Licht, HL, und das heißt siehe da, schaust dir an. Konkret in jedem Wörterbuch. Merkst du, dass das kompletter Klartext ist? Ist schon geil. Und wisst ihr, was das ist? Das musste ich mir alles ganz alleine ausdenken. Hat mir keiner dabei geholfen. Aber fragt mich nicht, wie lange ich dazu gebraucht habe. Gut, jetzt orange. Ihr merkt schon, diese Sachen muss man sich, das Grundprinzip ist unheimlich, Metaebenen, Beschreibungen mit drin. Da haben wir ja übrigens Mehrzahl, siehst du? Gruppe. Erkläre ich alle Farben. Und jetzt wird es das reine Physik mit physikalischen Zahlen. Jetzt haben wir Türkis. Schaut mal, wo wir jetzt kommen hier. Das ist übrigens 9 Uhr. Neu-N, eine neue Existenz. Ich öffne dir eine Tür, habe ich gesagt. Das ist der Türkis-Bereich in diese blaue Welt. Das ist jetzt das Jordan, über den Jordan gehen. IRD heißt Jordan. IRD heißt hinabsteigen. Das ist das Wort, hebräische Wort für Jordan. Schreibt sich IRD, dasselbe Wort heißt hinabsteigen. Ich habe mal gesagt, ist Gestaltwerdung. IRD ist irdisch. Du wirst irdisch. Du steigst in deinen T-Raum, in deine Traumwelt hinab und nur in dieser Unbewusstheit kannst du dich lebendig erleben. Du versinkst in deinen WL-Traum. Was natürlich jetzt spaßig ist, Insider wissen das, dass in dem Moment, wo man sagt, er ist über den Jordan gegangen, man nennt es auch, dann ist er verschieden. Er ist tot, er wird plötzlich so viele. Ich bin, wir sind jetzt, wir als Singular gelesen, sind über den Jordan gegangen und jetzt sind wir verschieden, weil wir Tote sind. Bist dabei. Müsst auf euch wirken lassen, dass du irgendwann jetzt erahnst, wie wenig du von der Sprache verstehst. In der Schöpfungsgeschichte waren ja dann die Tiere, die Chit, das heißt jetzt zum Beispiel Chit, sind Tiere, Chi heißt Leben, Chit ist übrigens auch der 8. Buchstabe, ich nenne das immer Chet. Hast du wunderschön übrigens, wenn du die Alphabete aussprichst, das englische Alphabet. Wenn du das jetzt durchgehst, wo man übrigens auch so spaßige Sachen, wenn ihr spielt, wo die Leute dann immer ganz begeistert sind, wenn ich sage, wir machen mal so ein Spiel, pass auf. Holen wir uns mal den Google-Übersetzer und jetzt brauchen wir irgendeinen einfachen Text. Was nimmt man da für einen Text? Ich bin ja ganz böse voneinander, was nehme ich jetzt da? Ach, wir können ja Bibel, machen wir doch einfach einen Bibelvers, das ist doch egal. Machen wir einen Bibelvers. Ich will nur einen Text haben. Dann haben wir doch gleich einmal das. Kann er jetzt sagen, dass er die kleinen Zahlen mitliest, okay? Den haben wir jetzt mal da rein. Ich will nichts übersetzen, ich lasse das ins Deutsche. Okay? Jetzt ist das Schöne, was ihr hier, da kommt der normale Mensch, kommt gar nicht drauf. Wenn du jetzt da die Buchstaben hast, okay, kannst du dir das vorlesen lassen? Vieldeutend sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus ihr drei zum Zelt der Begegnung, und sie gingen hinaus, die drei, fünf, und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes. Das ist natürlich, wenn ich einen Sechs drin haben will, tue ich auf Französisch, und das ist ja Maschine. Das ist ja nur Maschine, das hast jetzt wann die Laute mit dem französischen Accent ausgesprochen.
Na komm. Quatre Dalton sprach der RPL l'autre et Mathez Adliche ou Mose UN des ou Aaron UN des ou Myriam GEHTI NAO IHR DREI ZUM ZELT DER BEGE GNUNG UN des IJAN JAN INAO DIDREI 5 UN DER KAMIN EINER. Wenn ich ein Feindbild abrufen will, muss ich mal sagen, die Schattenfrau ist ja relativ ausländerfeindlich. Nicht, dass er irgendwie Ausländer nicht liebt, sondern Insider wissen, die ist ja im Krankenhaus, jetzt denke ich mir meine Schattenfrau aus, und seit 15 Jahren, die schreibt Operationsberichte und Krankenberichte im Krankenhaus, die schreibt einfach nur, und zwar mit Ohrstöpsel. Das heißt, die kriegt das, was die in die Operationen oder Dinge machen, rein nur auf Bänder, aufs Ohr, und da muss die das schreiben, und mittlerweile im Weißenbrücher Krankenhaus sind 80% Ausländer, die nahezu kein Deutsch kennen. Und die muss das dann komplett eindeutschen. Und ich sage immer wieder, wenn ich sie reizen will, dann lasse ich ihr das hören. Quatre Dalton sprach der RPL. Четыре Дальтона сперч дер и чиарар плач лич сумосун суаронун сумирджем джехт хинаус ирдрей сумзел дер бегегнунг ун сигенген хинаус дидрей. Пять он дер и чиарар камэнэйнер волкинсоу хирап ун стан дименганг дазел дастин дер и харону мирджем ун дивиден тратен хинаус. Jetzt können wir hier rumspielen mit diesen Maschinen. Dass ich euch zum Beispiel den Unterschied zwischen Hebräisch und Jüdisch zeige, wenn ihr die Schriftzeichen kennt. Hebräisch und Jüdisch ist komplett, wenn ich jetzt einen deutschen Text auf Hebräisch übersetzen lasse, hast du bei der Übersetzungsseite hebräische Schriftzeichen, halt der Maschinenübersetzung. Du kannst hier auch Jüdisch übersetzen lassen und du wirst feststellen, das sind hebräische Schriftzeichen, steht was ganz was anderes da. Das ist also da, das, wenn man den Trick raus hat, das ist nämlich Jüdisch, ist eigentlich Deutsch. Es ist so, wie wenn ich jetzt Schweizerdeutsch nehme oder richtig Platthessisch oder Sächsisch nehme. Das ist ja alles Deutsch, aber extrem mit einem Dialekt, mit einem Akzent versehen. Und das klassische Jiddisch ist Deutsch wie Schweizer Dialekt. Oder es ist, du hörst sofort Deutsch, wenn du hinhörst, wenn einer richtig Schweizerdeutsch spricht, kriegt man das mit der Zeit raus, und Jiddisch genauso. Bloß, dass die jiddische Schrift ist dieses Deutsch mit hebräischen Schriftzeichen geschrieben. Hat mit Hebräisch überhaupt nichts zu tun. Und du kannst jetzt, wenn du das mit den Lautwesen, was ich euch sage, wunderschön trainieren, dass man irgendeinen Satz, können wir auch, das sehr, es trainiert ja die geistige Beweglichkeit, was Deutsches machen. Und wenn ich sage, wir setzen ja die in hebräische Schriftzeichen um, kannst du dann genau lesen mit dem Dialekt, mit hebräischen Schriftzeichen, aber Deutsch. Und du kriegst so eine Beweglichkeit. Der Witz ist, ist ja alles, was ich weiß, ist in euch drin, weil du denkst mich ja jetzt aus. Ich komme ja aus dir raus. Von außen nach innen muss führen der Weg. Mein Menschensohn ist dabei ein hilfreicher Steg. Das Gedicht am Anfang von Ich bin du. Gehen musst du selber. Ich kann dir bloß die Tür aufmachen. Jetzt ist aber der Witz, dass dieses Gehen keine Bewegung von A nach B ist. Es ist schon passiert. Wenn ihr wirklich zuhört, alles, was ich euch erzähle, ich predige keine Feindbilder, ich synthetisiere, ich mache Synthese, ich liebe. Und ich sage immer wieder, du hast überhaupt nichts zu tun. Du hast es nur zu beobachten, du hast das Kino zu werden. Schau mal die Lampe da hin, und das bist du. Und solange du dich hier mit irgendeiner Erscheinung verwechselst, hast du ein Problem. Gut, jetzt machen wir unsere Diana schnell, ganz kurz zweimal, weil die, um die Diana geht es gar nicht. Ich will euch was anderes zeigen. Ich ergänze also ein einziges Wort, das wir heute schon gehört haben. Bewusstsein. Bewusstsein. Sich all dessen bewusst sein. Ein ganz ein wichtiger Aspekt in Ihrer Liste. Und wenn es geht, und vielleicht haben Sie es ja heute nach unseren Vorträgen dann auch ein bisschen mitbekommen oder erkannt, werden Sie dieses Wort Bewusstsein immer mehr an obere Stelle stellen. Weil Sie werden sehen, dass das die Voraussetzung ist für das alles, was Sie hier wirklich wollen. Und jetzt pass auf. Ein kleiner Ausschnitt noch, und wieso sie mit den Leuten überhaupt nichts mehr zu tun hat, das kommt unmittelbar nach ihrem Ausschnitt. Der Verstand kann reines Bewusstsein nicht wahrnehmen. Denn reines Bewusstsein ist die höchste Energie von allem. Es ist im Endeffekt die Schöpferenergie. Es ist die Quelle allen Seins. Die hat sie immer gesucht. Ist das zu dem Zeitpunkt noch kein Holofilling gehabt. Nur der menschliche Wille, so wie wir ihn einsetzen, ist wie ein wildes Pferd.
der setzt sich gerne durch. Das ist ein bisschen ungestüm, ja. Das will alles schnell, sofort, gleich. Der Verstand aber ist ihr weiser Teil. Das ist ihre innere weise Stimme. Sie weiß, dass es eine andere Möglichkeit auch noch gäbe. Wenn sie verstehen, dass sie ihre Weisheit mit ihrem Willen, also Verständnis und Wille, gleichsetzen, dann findet die sogenannte geistige Harmonie statt. Das ist die kosmische Ordnung in ihrem Geist. Die wollen alle Welt verbessern. Das ist ihr großes Problem. Bei der Diana kein Wort vom Welt verbessern. Wir haben eine Flamme in uns. Diese Flamme brennt sehr niedrig, wenn wir ein schwaches Bewusstsein haben. Wenn wir uns mit Ängsten und Sicherheiten pausenlos auseinandersetzen, dann sind wir pausenlos in Sorge. Dann sind wir am Kämpfen, am Flüchten, am Funktionieren. Aber wir sind keine menschliche Spezies, um zu funktionieren. Wir sind eine menschliche Spezies, um zu erschaffen. Wenn wir tatsächlich mit unseren Gedanken und Gefühlen, mit unserem Bewusstsein diese Welt schaffen, diese Wirklichkeit, diese Realität, ja, wer hat das denn dann verursacht? Jetzt kommt Bewusstsein. Die Voraussetzung ist für das alles, was Sie hier wirklich wollen. Meine Zelle ist stark, meine Zelle ist schön. Ich bin gesund und ich kann es sehen. Muss er meine Zelle, meine Gedankenzelle ist schön, meine Zelle ist. Die wissen nicht, was sie sprechen. Jetzt kann ich immer über die Zelle, in die ich mich einsperre. Wie war das mit dem Gefängnis? Ist das nochmal ein kleiner Aspekt? Ich kann jetzt hier eine Zelle sein aus dem Darm, eine Darmzone. Ich sage einer kleiner, das ist immer so mein alter Satz, sage ich hier, du bist eine Darmzone, aber das ist ja schon was Großes. Sagst du mal, bist eine kleine Zone in deinem Darm und dann hast du Scheiße zu fressen. Und es wird dir schmecken, wenn du das lebst. Und wenn du dann richtig das gut machst, befördere ich dich zu einem Arschloch. Und dann wirst du... Und du hast das, die Rolle zu spielen, die du spielst. Und du wirst immer dich... Es ist natürlich Asch, ist ja immer wieder, wenn ich das Asch sage... Die Aschloch, Asch ist Feuer und Loch, Loch heißt Tafel auf Hebräisch. Aschloch sind die Gesetzestafeln. Wobei hier übrigens ein Riesen, jetzt bloß erwähnt, was hier als die zwei Gesetzestafeln übersetzt wurde, das ist streng nach Wörterbuch auch wieder hingebogen. Das heißt eigentlich was ganz was anderes. Aber das zeige ich an einer anderen Stelle. Wenn wir hier reinfahren, in Bildern, bloß wirklich, ich sage, wenn wir jetzt hinsetzen und ich mache, wenn der Grundlagen habt, das haben etliche wieder nicht. Viele machen das aus dem FF, haben das zigfach durchstudiert und wir gehen, das ist jetzt das Himmel, schaut ab, der Blau haben wir gerade gehabt, das bedeutet auch wie das Weltliche im Roten und jetzt gibt es noch ein Himmelblau, das nennen wir auch Azur. Zur heißt zu Form werden. Die Geburt einer aufgespannten Berechnung, Zur ist es, Z, Waf, R auf Hebräisch heißt zu Form werden. Dann haben wir den Schöpfer. Und ihr merkt jetzt schon, die Symbolik ist sehr ausgeklügelt, ist sehr, sehr komprimiert, ist aber ganz leicht zu lernen. Farbe. Und dann haben wir der Berg und Blau, BAG, immer weckten Geist und Blau. Jetzt kannst du auf Wikipedia gehen und das Azurblau anschauen und du wirst dich feststellen, egal was ich jetzt anklicke, dass das in einer Tiefe nochmal jedes Wort für sich selber nochmal tiefer selbsterklärend ist.
Azurit ist bergblau und himmelblau genannt, hellroter Farbton. Und in der Dora ist dieses Azurblau, ist eigentlich sämtliche Farben, drum das Himmelblau. Wir lügen uns das Blaue vom Himmel herunter. Es gibt aber auch hier ein Morgenrot am Himmel. Morgen, 3 Uhr, rundet die D-Reihe im Spiegel, das ist das erste Eck, dann gehen wir runter Türkis, dann kommen wir in Blau und jetzt kommt die Purpurlinie. Aber das ist ja dieses Violett im Farbspektrum, geht die dann wieder zu Rot. Und du wirst jetzt feststellen, wenn wir das als Frequenzen sehen, wir haben unsichtbar, jetzt mache ich Physik, zuerst einmal Infrarot. Wir kommen aus dem nicht weg. Infra, in der Frau. Das heißt, der Adam ist Sege wie Nikaba, das wird einen männlich und weiblich. Männlich, der Sege heißt Denken, Gedenken und das weiblich ist Loch. Nikaba heißt auch ein unterirdischer Gang. In jedem Wörterbuch, das heißt, da ist ein Denker. Wie war das, wenn wir über den Jordan gehen? Dann werden wir verschieden. Jetzt kommen wir in die Frau. In die Frau. Das Fra selber heißt erst einmal wild. Habe ich das letzte Mal schon erklärt, aber ich mache nochmal, weil das viele nicht angeschaut haben. Fe-r-a. Ist wild, ein wilder. Ve-ilet heißt doppelt aufgespanntes Kind, wird erweckt. Das ist der Adam. Das doppelt aufgespinnte Sege wenig, aber männlich. Und das Gotteskind ist männlich und weiblich, sprich Denker und Ausgedachtes. Gut. Jetzt ist es also so, für euch nochmal, ich habe einen Fra. Und jetzt ist der Stick, dass ich jetzt sage, du denkst dir, das ist ein SD-Ecken, ein Stecken. Der Stecken selber entsteht, indem ich mit einer Ecke anfange. Ich nehme eine Ecke und ich nehme die Ecke und SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und dann kriege ich eine SD-Ecken. Jetzt denke ich mir den SD-Ecken, denke mir eine Seite an den SD-Ecken, Seite, ob mit A oder I spielt keine, E oder I spielt keine Rolle. Ich nehme jetzt diese Seite, die ist ein SD, ein Strick. S-Strick. Ein Strick, S-Strick. Übrigens schreibt sich Kopf, Waff. Das hast du auf ihn aufgespannt. Ich nehme diese Seite in der Mitte und ich SDR-Ecke, ich strecke die Ecke und mache diese Seite zu einer Ecke. Und dann wird der Stecken, das Frau, gebogen. Das habe ich das letzte Mal gehabt, da habe ich gesagt, jetzt müssen wir weitermachen. Das ist nämlich hier das Gebogen. Die nächsten zwei, nach dem Fra kommt GB. Das ist das G und ein B. Das ist ein Bugel vom Schild. Schindele, das ist die Logik des Kindes, wirbt einen Bugel auf, das wird was Erhöhtes, eine Erhöhung, du kriegst jetzt ein G-Wölbe, was Gewölbtes. Was eine Heuschinner-Ecke ist und es gibt eine Rückseite. Okay, eine Vertiefung im Wasserbehälter. Das ist El Hayom. Kriegt jetzt langsam einen Hauch davon mit. Und OGN machen wir, das Osen ist das Ohr. OGN haben wir gerade schon gehabt. Das Oin gelesen. Das ist das Becken. Hast eigentlich in den meisten Wörtern bitte Becken. Ein W-Asch, doppelt aufgespanntes Asch ist Feuer, ist in den Ecken. Jetzt mache ich meine Lichter immer mit dem Spiegeltunnel und mir, wenn jetzt dahin die Zahlen noch reingehen, 50,4, existierende Öffnung. Dann haben manche gefragt, was ist der Pyramidenwert, kann ich morgen noch erklären, dass das jetzt kommen ins Computerprogramm. Und das ist vollkommen neu. Ich kann euch sagen, ihr werdet außer den Ohrenbohrungen kein Buch in eurer Welt finden, wo das drinsteht. Jetzt glaube ich, mache ich Schluss, oder? Oder Pause? Nein, wir machen Schluss. Ganz kurz, wir fangen hauptsächlich morgen erst 9:30 an. Und heute Abend gibt es 19 Uhr auf. 9:30. Schaut ganz kurz noch. Habt ihr noch so viel Luft? Schaut, ich muss nicht viel erklären. Die kennt, wenn ihr die Schriften kennt. Das ist das Farbenspiel. Okay? Da stecken immer die Konsonanten Radix drin. Das ist Luxus. Jetzt ist das Spiel, wenn du einen denkst, hast du gespiegelt an anderen.
Und das hängt voll mit der Physik zusammen. Jetzt haben wir natürlich verschiedene. Violett bedeutet das hebräische Wort Violett. Dasselbe Wort nach Wörterbuch, wenn wir reingehen, heißt Auserwählt. Wie war das mit der violetten Flamme, die Christusfarbe? Dann haben wir Purpur. Setzt sich zusammen das Gewebe, der Stoff. Da können wir jetzt mal unseren Stoffwechsel anschauen. Dein Körper ist deine Information. Das heißt, du bist die 200 Gramm rote Ken-Ede. Die Basis ist das Ken-Ede. Heißt, habe ich vergessen, heißt jetzt. Es gibt zwei hebräische Wörter für jetzt. Und zwar ist es zum einen, das Ed ist Zeit. Das heißt eigentlich in der Grundradix eine augenblickliche Erscheinung. Du merkst schon, da ist es jetzt. Augenblickliche Erscheinung ist Zeit. Jetzt. Und wenn wir He hin dran machen, et he, das ist jetzt und nun. Nun heißt zwei Existenzen, die aufgespannt werden. Sofort, das O ist ja das U, das ein Sof, das ein Zup, je nachdem welche, das ist immer das, wenn man ein bisschen Kabbala hat, das ganz oben ist das dann mal hier, das Ayin, das Nicht-Existierende, dann kommt das ein Zup, das heißt der Nicht-Existierende Bewusstsein des UB, ein Zup. Sub heißt die Grenze, die Schwelle, dann kommt ein Zup-Ort, das Nicht-Existierende UB, der zu Licht wird, und dann kommt Keder. KDR heißt wie eine Reihe, du müsst jedes Ding ist jetzt für sich selber Wissen, ohne Ende aus verschiedensten Fachgebieten. Wir können uns gerne hinsetzen in die Upanishaden oder in den Koran reingehen. Wenn wir morgen ein bisschen reinschauen, dann wird ihr feststellen, dass ich genauso loslege. Und wie kann ich danke, 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 dass du mich so denkst? Was wäre ich ohne dich? Nix. Das, was ich eigentlich schon seit Ewigkeiten bin. Wenn ich wiederkomme, kann ich nur in deinem Geist geboren werden. Gut, und jetzt gibt es noch ein zweites. Das ist natürlich immer wieder, wenn du das jetzt machst. Das ist Kof-Ed. Das heißt auch jetzt, das heißt wie eine augenblickliche Erscheinung. Und dann kann man natürlich, wenn wir das Erweckte nehmen, ist ja eher, das wissen wir, wenn wir jetzt sagen, du bist hier BER, das heißt praktisch in diesem Erwecken, in diesem augenblicklichen Licht, heißt es anzünden, brennen. Jetzt wirst du DU, aufgespanntes MM, in Feuer aufgehen. Das ist praktisch im Erweckten unwissend sein. Wenn du in dem Erweckten, in der erweckten Welt bist, bist du unwissend, du bist dumm, du bist geistlose Materie. Es spielt keine Rolle, ob du an einen Computer denkst. Das ist im letzten Selbstgespräch mit dem Redo. Sag ich, pass auf, du Geist, wir haben geskypt. Jetzt einfach, die Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Wir haben geskypt und das ist das erste Mal, wir denken uns jetzt zwei Computer aus. Wir ist Singular. Eins. Dir muss klar sein, die Computer, stellen wir uns jetzt vor, tauschen Daten aus. Die Daten ist natürlich immer, du brauchst ja Daten, dass du Bilder machen kannst. Und jetzt ist es so, das DT, Konsonante Radix, das ist das hebräische Wort für Gesetz, für Glaube, für Religion, für Verordnungen. Das ist die Öffnung deiner Erscheinung in DD, macht dein Glaube, deine Religion, wenn man das nennt, dein Gesetz. Und das N am Ende, das wird jetzt nicht dabei stehen, was ich jetzt nicht, ob ich es dazu geschrieben habe, das ist wieder Besitzanzeigen des Fürwort, das heißt ihr in Bezug auf Frauen, das heißt ihr Glaube, ihre Religion, die Frau ist deine Logik. Das sind deine Daten, die Bilder machen. Doch habe ich ihr Glaube, ihre Religion dazu geschrieben. Ganz reines Hebräisch. Und dieser ständige Austausch von Daten sind ein Stoffwechsel. Jetzt schauen wir uns das Wort Stoff an. SD. Ich sage, wir haben ja verschiedene S und verschiedene D. Das spielt keine, ich sage immer, raumzeitliche Erscheinung. Das ist dann raumzeitliche Erscheinung. Wir machen mal S, raumzeitliche Spiegelung. Wir sind ja in unsere Geistesfunk, in dem Spiegeltunnel. Schau, SD. Und das ist jetzt ganz interessant. Das heißt jetzt eine Abirrung, ein Abtrünnige und eine Übertretung. Wie war das nochmal? Ich habe den Spiegel in der Mitte, das bin ich. Und sobald ich hier um mich herum in meine eigenen Reflexionen, Divisionen reinschaue, sind alle die, die ich mir ausdenke, sind Abirrungen, Übertretungen, die haben sowieso keine Ahnung mehr. Weil du immer bloß von oben nach unten sehen kannst, aber nicht von unten nach oben. Und jetzt ist Schluss.